Nürnberg, Hauptbahnhof. Nachtschicht für Anna Markel und Albert Saffer von der Bundespolizei. Neben einem Fahrkartenautomaten finden sie ihren nächsten Fall. Na, dürfen wir stören? Guten Morgen. Nein, nein. Alles in Ordnung? Ihnen geht's gut, ja? Ich habe schon gedacht, Sie wären Mund-zu-Mund-Beatmung. Was? Danke, danke. Alle fit. Das Pärchen ist nicht zum ersten Mal hier und die Bundespolizisten kennen die beiden bereits. Sie versteht uns nicht. Doch, sie mich versteht sie. Wir kennen uns nämlich. Glasige Augen. Ja. Immer offensichtlich immer noch keine Wohnung gefunden und keine Arbeit. Hä? Wohnung? Ja. Ach echt? Wir haben jetzt ganz neu. Nein. Ich hab schon. Okay. In Nürnberg? Ja, genau. In welche Straße? Wollen Sie Ausweis nehmen? Das sagen Sie was halt. Warum sind Sie denn am Bahnhof, ja sagen, wenn Sie eine Wohnung haben? Ja. Da können Sie zusammen ins Bett Stehst gehen. Stehst du drauf? Schauen Sie. Was sagen Sie was halt. In welche Straße wohnen Sie denn? Ja. Ist das. Ja. Seit wann? Seit 2 Wochen. 2 Wochen? Die habe ich schon ein paar Mal im Bahnhof getroffen gehabt. Ja, die sind eigentlich immer zu zweit unterwegs. Mal in mehr oder weniger nüchternem Zustand, mal auch eben betrunken. Sind bekannt. Okay. Da war ich, Tim. Okay. Das Pärchen macht sich auf den Weg nach Hause. Doch mit einer der beiden Personen gibt es bald ein unschönes Wiedersehen. Der nächste Morgen. Für Anna Markel und Albert Saffer beginnt der Dienst mit einer Personenkontrolle. So, von beiden hätte ich gerne mal die Ausweise. Ich habe meinen großen. Dann machen wir das später. Was hast denn du mit ihm zu schaffen? Das Mädchen ist Anna Markel nicht unbekannt. Hast du heute irgendwas dabei, drogenmäßig? Kippen. Nur Kippen, sonst nichts. Weißwein habe ich noch. Wir gehen mal kurz ums Eck. Okay. Ja, man sieht sich. Weil der Verdacht besteht, dass die Frau Drogen dabei hat, gehen die Beamten an einen etwas diskreteren Ort. Ja, also sie hat niemanden im Prinzip und fühlt sich oft einsam, weshalb sie auch Drogen nimmt und Alkohol konsumiert. Und wenn sie dann jemanden am Bahnhof trifft, dann fühlt sie sich wohl geborgen. Also das ist dann irgendeine Art von Ersatzfreunde oder Ersatzfamilie. Der Kollege, der schaut mal in deine Tasche und ich schau mal bei dir ein bisschen durch, ne? Okay. Die Beamten haben den konkreten Verdacht, dass der Teenager Drogen mit sich führt. Da gehen sie lieber auf Nummer sicher. Die Bundespolizistin Anna Markel verfolgt die Drogenkarriere der jungen Frau schon länger. Das kann alles querbeet sein. Also Alkohol auf jeden Fall. Sie nimmt aber auch Crystal, nimmt aber auch andere Sachen. Sie schnüffelt auch zum Beispiel, wenn sie manchmal eben Drogen nicht herbekommen kann. Heute finden die Beamten Tabletten in der Tasche des Mädchens. So, für was braucht man die? Ist für Abnehmen eigentlich. Zum Abnehmen? Du willst nur abnehmen? Ja. Ha? Was ist mit einer Therapie? Bist du mal in einer jetzt? Mitte August komme ich auf den Zug. Meinst du, das hilft dir? Du hältst es durch? Hier weg. Wo ist die Entzugsklinik? Nein. Ja. Das ist schon mal gut, weit weg von der Osthalle Nürnberg, das ist ganz gut. Es passiert uns öfters, dass die Geschichten erzählt werden, die ganzen Lebensgeschichten. Gut, da müssen wir mal Psychologe sein. Wir versuchen, weitmöglich zu helfen und dann gegebenenfalls vielleicht Kontakt aufzunehmen mit den Eltern oder dann mit dem Jugendamt. Ja, versuch's auf die Reihe zu kriegen. Du warst jetzt oft genug schon bei uns, oft genug bei uns in Haft und überall. Ne? Das langt langsam. Hast du Geld dabei? Ich glaube, ich habe noch 4 Euro oder so dabei. Davon kaufst du dir was zu essen und keinen Alkohol, ne? Ja, natürlich nimmt mich das mit. Also es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, mein Gott, wie geht es mit diesen Menschen weiter? Was passiert mit ihm? Was hat ihn in diese Lage gebracht? Die junge Frau kann gehen, allerdings ohne den Alkohol und ohne die Tabletten. Also,
lieber in die Sonne legen, ne? Ein bisschen ja, Farbe bräuchtest du mal. Jo. Also dann. Ciao. Ciao. Alles Gute, ne? In diesem Fall hofft die Bundespolizistin ganz besonders, dass die junge Frau die Therapie tatsächlich in Angriff nimmt. Inzwischen ist es 23 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof. Es folgt der nächste Einsatz für die beiden Bundespolizisten. Wir wurden über Funk verständigt, dass es in einem Schnellrestaurant im Bahnhof eine Person am Boden liegen soll. Was genau mit dem Mann ist, wissen die Beamten noch nicht. Hey! Werd mal wach! Also er liegt zumindest schon mal in einer stabilen Seitenlage, ist schon mal gut. Hat schon mal hingelegt. Ja. Atmung und Puls sind vorhanden, doch der Mann ist bewusstlos und braucht dringend ärztliche Hilfe. RTW verstehe nicht. Ist auch unterwegs. Ja. Wie lange liegt er schon da? Den haben wir vor knapp 10 Minuten. Ja. Erkannt, gesehen. Habe ich Sie angerufen, ich habe Krankenwagen angerufen. So, und jetzt habe ich die Polizeieinlage und wir warten auf den Krankenwagen. Jawohl, ist okay. Es kommt natürlich schon öfters vor, aber es schießt einem trotzdem durch den Kopf. Wie ernst kann das jetzt sein? Ist es wieder der letzte Schuss gewesen oder überlebt das? Während die Beamten auf den Rettungsdienst warten, suchen sie nach einer Erklärung für die Bewusstlosigkeit des Mannes. Zudem kommt er ihnen bekannt vor. Das ist, glaube ich, der, der gestern unten mit der geknutscht hat im Eck. Das kann sein. Der unten am Boden lag. Muss eigentlich der Freundin auch irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, wie gesagt, normalerweise sehe ich die nie getrennt. Also die sind immer zu zweit unterwegs. Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, wo sie dann ist. Habe mich auch ein bisschen umgesehen, ob sie irgendwo sitzt oder vielleicht auch irgendwie komisch da sitzt, da liegt. Aber habe ich nicht mehr gesehen, die Frau. Nach wenigen Minuten trifft der Rettungswagen ein und der Notarzt kümmert sich um den bewusstlosen Mann. Eine Erklärung für seinen Zustand ist schnell gefunden. Servus. Der Notarzt war der Meinung, dass es hier eine Mischung von Alkohol und Tabletten ursächlich war für die Bewusstlosigkeit und wurde dann eingeliefert ins Klinikum Nürnberg Nord. Am Nürnberger Hauptbahnhof geht es manchmal auch um Leben und Tod. In diesem Fall ist es für den Mann zum Glück gut ausgegangen.